Hallo, grüße euch, Paraguay Live, ich bin der Pit und das heutige Thema Zäune, ja, Grundstückszäune, bleibt dran. Danke für eure Fragen, wie immer sehr viele. Herzlichen Dank. Und eine von den vielen Fragen lautet, welche Baumaterialien kann man für den Zaun nehmen? Da kann ich natürlich vieles empfehlen. Wir persönlich hatten Betonpfosten und Maschendrahtzaun. Wenn man natürlich Tiere hat, ist es keine gute Lösung, weil falls sich die Tiere dran leicht anlehnen, ist der Pfosten ja umgekippt und man hat ein kleines Problem. Gut, so viel Pech hat man nicht gehabt, aber trotzdem, das war sicherlich nicht die beste Lösung. Daher, wir sind zu unserem Grundstück hingefahren, in der Nähe von Piribebuy, wo Thomas und Heike, neue Eigentümer, sich ein anderer Zaun bauen ließen oder bauen lassen. Noch ist es nicht fertig. Von daher lade ich euch ganz herzlich ein. Schaut euch mal den kurzen Film an. Bis dann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt, vielleicht ist es etwas andere Art und Weise, Zäune zu bauen. Aber es kommt dazu, in diesem Fall noch Maschendrahtzaun dazu. Man kann es aber natürlich nur Drähte nehmen. Also 5, 6 Reihen, je nachdem. Also es gibt sicherlich den Vorteil, dass wenn es Holzpfosten gibt, diese schon nicht so empfindlich sind. Ja, und ich denke, es sieht auf jeden Fall gut aus, ordentlich und erfüllt natürlich seinen Zweck. Einfach anschreiben oder im Prinzip unten in den Kommentaren Bescheid geben. Auch sämtliche Fragen werde ich euch gerne beantworten. In diesem Sinne, nicht vergessen, Likes nach oben, Daumen nach oben und falls euch gefallen hat, teilt das Video gerne auf WhatsApp, Twitter oder auch Facebook oder Instagram. Also, bleibt gesund auf jeden Fall und wir können wieder unser schönes Wetter in Paraguay genießen. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Thank you.